Moin Moin und hallo, herzlich willkommen in einer weiteren Folge, nachdem wir in der Folge gestern so ein bisschen Hardcore-mäßig quasi ein Rennen gefahren haben, haben wir jetzt scheinbar den Fall erfolgreich abgeschlossen, Fall freigespielt, der Prototyp. Fahrzeug freigespielt, Buggy, den ich nie fahren werde, Stadion Mitte und Stadion Mitte als Standort, alles freigespielt. Das heißt, 90% haben wir schon. Dann werden wir hier Stadion Mitte auswählen und nehmen wir den Polizei-Porsche in der Hoffnung, dass wir jetzt gleich die passende Mission dazu kriegen, weil wir sollten ja Informationen beschaffen. Und dann können wir hier auch gleich mal ein bisschen gucken. Sag mal, so, hier wechselt ja sogar automatisch die Bandenwerbung. Und ich weiß nicht, ob das drumherum Publikum sein soll oder ob die Ränge einfach nur vollgemüllt wurden mit irgendwelchem Schwachsinn. Aber hier kann man schön ein Rennen fahren. Vor allen Dingen, weil ja Reparatur auch in der Mitte ist. Ich warte jetzt nur darauf, dass sie in die Mission kommt. Mit diesem lustigen Polizei-Porsche. Ich könnte ja auch den Blinker rausmachen, weil wir fahren ja immer nur in eine Richtung. Oder müssen wir irgendwo hinfahren, dass die Mission getriggert wird? Da war doch eine Flagge neben dem Wagen, oder? Das war ein bisschen übersteuert. Straßenkarte. Stadion Mitte. Gucken wir mal. Tennisplatz, Baustelle. Revier, Hintereingang. Ist das da das, was ich denke, dass es ist? Ja. Wir müssen zum Revier Hintereingang. Also. Ja, dann mal ab zum Hintereingang mit Blaulicht. Oh, ist das grell. Wie kommen wir da überhaupt hin? War das nicht hier irgendwo längs? Kurz mal auf die Karte gucken. Parkhaus. Okay, also hier durch und dann da längs und dann da quer rüber. Und dann sind wir da beim Revier, okay. Also, wenn ich das richtig sehe, müssen wir hier links, dann da durch. Dann irgendwie hier rum? Ja, hier geradeaus. Und dann... nein. Hier abbiegen. Ups. Halt. Einmal wenden. Und hier ist das Revier. Kurz mal reparieren. So, Sirene aus und Mission. Ich habe eingeparkt. Seh mir. Bei Labtec Motors wurde heute Nacht einer der beiden Hochgeschwindigkeitsprototypen gestohlen, mit denen Labtec Motors in Nardo die 450 Stundenkilometer Schallmauer durchbrechen wollte. Chefin, selbst wenn wir den Wagen finden, wie sollen wir den denn aufhalten? Der Prototyp ist etliche Millionen wert und wir gehen davon aus, dass er heute Nacht in einem LKW verschwindet oder auf ein Schiff verladen wird. Er ist vermutlich für einen Sammler bestimmt, der ihn dann unter Verschluss bewundern kann. Das sollten Sie verhindern. Labtec Motors stellt Ihnen für die Suche den zweiten Prototypen zur Verfügung, für den Fall, dass die Diebe mit dem Wagen selbst flüchten. Sie sollten also keine Zeit verlieren. LTM ist in der Romanstraße 18. Ich denke, Sie werden das finden. Ich konnte sogar noch während der Zwischensequenz, wie man eben gesehen hat, die Sirene an- und ausmachen. Aber hupen geht nicht. Der Prototyp. Okay, wir holen uns dann sofort den Prototypen von LTM. Wir haben ja wieder mal nicht viel Zeit. Selbst jetzt kann ich hier noch die Sirene an... Ah. an aus wollte ich gerade noch machen, aber... LTM, Romanstraße 18. Los geht's. Der Prototyp 3, 2, 1, 0. Ja, dann holen wir uns mal den Prototypen. Alter, was bist du denn für ein Typ?
Ich bin der Prototyp. Ich trotze nur so vor Proto. Als wenn ich mit dem Wagen hier nicht gegen so einen Prototypen ankommen würde. Weil, hallo? Guck dir das doch an, was das hier für eine Kraftmaschine ist. Mit der brause ich jetzt mal eben mit fast 400 Sachen. Yo. Und ich soll jetzt einen Prototypen holen? Wozu denn? Mit der Karre hier bin ich gerade mal mit 400 Sachen über eine Brücke gesprungen. Und zwar bin ich dort gelandet, wo ich eigentlich gar nicht landen dürfte. Aber nee, nein, ich muss einen Prototypen holen. Tja, ja, dann holen wir halt mal den Prototypen. Pommes Mayo, danke, zum Mitnehmen. Ja, ist klar, der Prototyp, ich wollte schon sagen, der Prototyp parkt auf dem Aldi-Parkplatz, aber nein, der ist da hinten. Es gibt natürlich auch Lidl und Edeka und so. Nicht, dass ich hier irgendwie Partei ergreifen würde, nur weil ich über einem Discounter wohne. Der Prototyp LTM Romanstraße 18. Ach, ich hatte sogar ein Zeitlimit. Dann machen wir einfach mal weiter. Die weltweit schnellste Polizei! Hallo? Ich bin eben 400 Sachen gefahren. Wie viel schneller soll ich denn noch sein als 400? Okay, das ist schon ein anderes Fahrgefühl mit dem Wagen hier. Aber er rollt nicht so gut aus wie der andere. Was ist das denn für eine Hammerschleuder? Mann, 1300 PS. Otto würde grün vor Neid. Da muss er dem Dieb fast dankbar sein, sonst hätte ich diesen Renner nie fahren können. Bleib mal auf dem Teppich. Außerdem denke ich, dass es keine so gute Idee ist, in diesem Tempo und ohne Blaulicht durch die Stadt zu rasen. Hey, keep cool, okay? LTM hat gesagt, dass das Ding in Nardo 450 km/h fährt. Ich muss dann auf der Autobahn gleich mal checken, was da so geht. Ja, sonst aber alles klar bei dir, oder? Du hast doch gehört, was der Renner kostet. Mich aber hochgerechnet auf unseren Verschleiß an Autos, können wir bei einem Kratzer wieder Wasser an die Polizeischüler austeilen. Hä, wieso wieder? Das ist eine lange Geschichte. Was? Okay, dann suchen wir eben den Dieb und zufällig knacken wir als schnellste Polizisten der Welt den Geschwindigkeitsrekord für Straßenwagen. Ben! Na, dann geben wir doch mal Gas. Heilige Scheiße, 520! Alter! Alter, das war doch ein klein wenig zu schnell. Der geht aber echt schnell von 0 auf 200. Wow, aber er bricht auch sauschnell aus. Das Problem ist, diese Autobahn hier ist noch nicht wirklich gerade genug, dass ich da tatsächlich mit 500 Sachen rüberbrettern kann. Weil da hinten kommt schon wieder eine Kurve. Und hier muss ich sogar abbiegen. Und ich habe den Wagen auch schon fast zu Schrott gefahren, so wie es aussieht. Aber er fährt sich, also die Kurvenlage, er bricht sehr schnell aus. Er fährt sehr komisch in die Kurven. Aber die Beschleunigung ist gut, wie man sieht. Ich bin jetzt schon wieder auf 300 Sachen. Ja. Wenn er, wie gesagt, in den Kurven vielleicht mal ein bisschen schnittiger, beziehungsweise mehr Bodenhaftung hätte. Okay, gucken wir mal, wie das hier jetzt mit 500 Sachen funktioniert. Yay! Fuck! Alter, das war jetzt... Okay, ich sag's mal so. Es gibt Besseres als den Polizei-Porsche von uns. Wollt ihr mich verarschen?
Den muss ich also nur 5-mal berühren. Ach, scheiße, knapp daneben. Jetzt fährt er natürlich nicht weiter im Kreis. Ah, scheiß. Der Wagen ist aber noch nicht hinüber. Ah. Jetzt ist er hinüber. War ja ein kurzes Vergnügen, würde ich sagen. Na toll, ich hatte so viel Glück, dass der Typ da in Kreisen gefahren ist. Und jetzt... Da stand mein schöner Porsche. Der Wagen verliert ziemlich schnell an Tempo, wenn man vom Gas geht. Die anderen, also zumindest der Porsche, rollt wesentlich weiter aus. Was ist das denn für eine Hammerschleuder? Mann, 1300 PS. Heute würde grün vor Neid. Da muss er dem Dieb fast dankbar sein, sonst hätte ich diesen Renner nie fahren können. Bleib mal auf dem Teppich. Außerdem denke ich, dass es keine so gute Idee ist, in diesem Tempo und ohne Blaulicht durch die Stadt zu rasen. Hey, keep cool, okay? LTM hat gesagt, dass das Ding in Nardo 450 km/h fährt. Ich muss dann auf der Autobahn gleich mal checken, was da so geht. Ja, sonst aber alles klar bei dir, oder? Du hast doch gehört, was der Renner kostet. Bin schon mal hochgerechnet auf unseren Verschleiß an Autos, können wir bei einem Kratzer wieder Wasser an die Polizeischüler austeilen. Hä, wieso wieder? Das ist eine lange Geschichte. Okay, dann suchen wir eben den Dieb und zufällig knacken wir als schnellste Polizisten der Welt den Geschwindigkeitsrekord für Straßenwagen. Ben! Ehrlich, die Hupe ist ja echt unter aller Sau, also... Alter, wer hat dem Wagen so eine Kackhupe gegeben? Ehrlich. Also. So ein Auto braucht eine Hupe so. Miep, miep. Aber nicht. Miep, 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 miep. Wie dieser Go-Kart. Der Go-Kart hatte eine männlichere Hupe als dieser Wagen. Echt jetzt? Da muss so ein ne oder irgend sowas muss da hin, aber doch nicht. Hat jetzt geht's richtig los. Wow. Wo ist der? Ah, der ist ab und wieder aufgefahren. Alter! Dotz. Jetzt fährt er da längs. Schade. Ah, nein, fuck. Ich wäre fast gegen die Wand gefahren. Habe ich da eben Kikeriki gehört? Ich konzentriere mich jetzt aufs Fahren, damit ich hier den Wagen nicht zu Schrott fahre. Tut mir leid, wenn ich da ein klein wenig ruhiger bin. Dotz. Er wird langsamer. Entweder geht ihm der Sprit aus oder er gibt auf. Auch immer. Gleich haben wir ihn und beide Wagen sind okay. Ich habe ihn. Könnte der mal anhalten, bitte? Ah, ich kann jetzt nicht mehr hupen. Schade. Ja, Fall freigespielt. Gumballer. Das klingt ja wohl, als hätte da jemand irgendwas verwertet. Fahrzeug freigespielt. Rennwagen. Tribun. Standort freigespielt. Laptech Motors. 93%. Wir sind demnächst durch mit dem Spiel. Ja, also, wenn ich mir gemerkt hätte, wo wir jetzt quasi die Mission angefangen haben, ich weiß nicht, bei, keine Ahnung, also, ja, gut. Ich würde mal sagen, egal, auch wenn die Folge nur 5 Minuten lang ist, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!